Lieber Herr Wolf von Gutenberg, liebe Visionäre, herzliche Glückwünsche zu Ihrem Mut und Ihrem Engagement für diese ganz besondere Form der Stottertherapie, die nicht so ist wie das, was wir normalerweise kennen. Ich konnte mir mehrfach bereits Einblicke verschaffen über die Form der Stottertherapie bei Ihnen, als auch Einblicke in Ihre baulichen Aktivitäten, die mich sehr beeindruckt haben. Und weil ich so überzeugt davon bin, habe ich mich auch immer gerne dafür eingesetzt. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft weiterhin gut zusammenarbeiten, wenn Sie mich brauchen. Alles, alles Gute für die weitere Zukunft und hoffentlich bis bald. Ihre Esther Dilcher. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute zum 25-jährigen Jubiläum der Kasseler Stottertherapie ein Grußwort aus dem hessischen Sozialministerium senden zu können. Ich darf Ihnen zunächst die herzlichen Glückwünsche der hessischen Landesregierung übermitteln und insbesondere auch von Sozialminister Kai Klose zu diesem besonderen Anlass gratulieren. Auch wenn ich dieses Jubiläum sehr gerne persönlich mit Ihnen gefeiert hätte, so bringt uns doch ein digitales Grußwort auch gleich nah zueinander. Gleich nah an das, was Sie, liebes Team der Kasseler Stottertherapie, so besonders macht. Der Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen, der BEP, beschreibt Sprachkompetenz als eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung der Kinder, als Schlüsselqualifikation für den schulischen und auch beruflichen Erfolg. Unabhängig von der jeweiligen Entwicklungsvoraussetzung und Bedürfnissen hat jedes Kind den gleichen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung und in seinem Lernen angemessen unterstützt und gefördert zu werden. Liebe Jubilare, Sie sind nicht nur kompetente AnsprechpartnerInnen in Ihren beiden Therapiezentren, das heißt in der Präsenzbehandlung von Stotternden. Sie sind auch als Institut ein Vorreiter für die Online-Therapie und bieten Kindern und ihren Eltern dadurch eine alltagsnahe Unterstützung der Sprachtherapie. Damit legen Sie einen Grundstein für Inklusion und ermöglichen Kindern Teilhabe und Selbstwirksamkeit von Anfang an. Sie lassen kein Kind zurück. Das beeindruckt mich sehr. Ein anschauliches Beispiel, wie niedrigschwellig Teilhabe ermöglicht werden kann. Somit prägen Sie das Leben von Kindern entscheidend mit und geben ihnen Zukunftschancen. Sie geben aktive Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wissen ja aus der Bindungsforschung und Sie erleben das sicher täglich im Umgang mit Kindern. Kinder können sich dann gesund entwickeln, wenn sie neben ihren körperlichen Grundbedürfnissen auch ihre psychischen Grundbedürfnisse beachtet und beantwortet werden. Das Bedürfnis nach Bindung und sozialer Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Autonomie und das Bedürfnis nach Kompetenz erleben. Selbstwirksamkeit zu erleben, selbstwirksam sein zu können. Wenn Kinder auch durch ihre Therapie erleben, dass sie mit dieser Beeinträchtigung umgehen können, dass sie als Mensch ganzheitlich wahrgenommen werden, dann kann das gesamte Leben von Menschen geändert werden. Denn wir alle wissen, Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Danke für diese wichtige Arbeit. Die in den letzten Jahren entwickelte Online-Therapie Frankini für 3- bis 6-jährige Kinder wurde daher ganz zu Recht durch die eHealth-Initiative des Landes Hessens gefördert und hat sich als weiterer erfolgreicher Therapieansatz an Ihrem Institut erwiesen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude dabei, wenn Sie diese tolle Arbeit zum heutigen Jubiläum gemeinsam feiern. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! Lieber Dr. Wolf von Gutenberg und liebes Team der Kasseler Stottertherapie, herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum. Sie haben in den letzten Jahren die Therapie des Stotterns revolutioniert. Stottern ist ja eine Erkrankung, unter der die Betroffenen oft sehr leiden. Wenn die Wörter stolpern und der Redefluss stoppt, dann zieht man sich gern zurück, meidet soziale Kontakte mit all den Folgen, die das hat. Und leider ist die Erkrankung auch schambehaftet. Mit Ihrer speziellen Sprechweise hat die Kasseler Stottertherapie die Behandlung des Stotterns revolutioniert. Zuerst im kleinen Zentrum im nordhessischen Bad Emstal, aber mittlerweile ist das Team der Kasseler Stottertherapie ja mittels computergestütztem Sprechtraining und Videotechnik in vielen Ländern und Sprachen der Welt unterwegs, um Tausenden von Menschen zu helfen, flüssig zu reden. Die Versicherten der Techniker Krankenkasse können seit vielen Jahren schon die Kasseler Stottertherapie nutzen, denn wir haben darüber spezielle Verträge abgeschlossen und das mit tollem Erfolg.
Auch stark stotternde Menschen lernen flüssig zu reden. Und 3 von 4 Teilnehmern der Kasseler Stottertherapie berichten, dass ihnen auch wirklich langfristig geholfen wurde. Wir wünschen der Kasseler Stottertherapie auch für die kommenden Jahre viel Erfolg und viele gute Ideen, damit noch mehr Menschen geholfen werden kann.